habe eigentlich nie Geld ausgegeben für Musik. War immer illegal runtergeladen. Ja, ey, Deko, ich bin richtig gefahren, aber ich dachte, ich wäre falsch gefahren. Deswegen also, du bist ich richtig gefahren, aber du bist schlecht. Auf jeden Fall habe ich mir das gemerkt, irgendwie mit den Zahlen. Das ist Dekos Beuteschema. Chachos, ja, ihr giert nach Warrides und deswegen Cringe-Alarm. Heute wieder cringiger Warride gemeinsam mit euren Cringe-Boys Barbossa und Deko, ein wunderschön. Hasta la mach, hallo Muchachos, die Nüsschen, sie seien massiert. Herzlich willkommen zurück zu GDA. Wir haben eine Map nicht für Anfänger. Ja, also perfekt aber für uns, oder? Bock auf Warride, nicht für Anfänger, habe ich auf jeden Fall. Muchacho, schmeidet jetzt schon mal den Daumen nach oben. Ich wünsche euch einfach einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, guten Husch, guten Rauch, guten Appetit, guten Feierabend, guten Dienst und guten... Hier. Mm. Außerdem natürlich, Muchachos, zieht uns aus, yeah, mit euren zieht Augen. Zieht uns aus, ja, aber richtig, ey. Zieht uns aus und supportet uns. Oh yeah, auf OnlyFans. Zieht euch gerne... Aus? Zieht euch aus. Zieht euch aus, genau. Und supportet uns. Während ihr uns anschaut. Okay. Okay. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall den Cringe-Punkt wieder erreicht, Marvin. Ja. Wir haben ein richtig geiles Rennen gehabt am... Vor ein paar Tagen, ja. Der 14. Aber die Muchachos kennen das doch, Digga. Das Video kam nämlich richtig gut an, der Transform Randomizer. Falls ihr es aber nicht gesehen haben solltet mit dem Transform Randomizer, dann zieht euch auf jeden Fall rein. Und am gleichen Tag kam auch die erste Folge Madison VR. Das gruseligste Horror-Game überhaupt, das es gibt in der Geschichte der Menschheit. Laut Scare Science. Wir haben dann nämlich eine wissenschaftliche Untersuchung. Oh, wir müssen durchfahren. Eine wissenschaftliche Untersuchung zugemacht. Und wir müssen durchfahren. Eiskalt auch noch in VR rein. Falls ihr uns leiden sehen wollt. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, die zweite Folge, die wahrscheinlich auch schon draußen sein wird, wenn ihr das hier seht, die hat es richtig in sich. Also die wird Feuer haben. Also da wird man sich beim Spielen habe ich 8 Windeln verbraucht. Und wenn ihr es reinzieht, wahrscheinlich auch mindestens 4. Also, unbedingt abchecken. Losers stehen ja für innovativen Content und nicht wie andere YouTuber, die 10 Jahre das gleiche Projekt irgendwie durchziehen oder so. Ja, genau. Aber deswegen wenn mal was Neues da ist, dann muss man das natürlich auch irgendwie zelebrieren, ne? Und es ist auf jeden Fall kein Projekt, was wir intrinsisch natürlich gerne zocken, sondern das zocken wir auf jeden Fall für euch, weil ich würde mir sonst... Na, ich habe schon ein bisschen das intrinsische Verlangen, Marvin leiden zu sehen. Ja, andersherum genauso. Andersherum genauso, das ist so meine intrinsische Motivation weiterzumachen. Oh, lol. Oh, das ging leider in die Hose. Oh, bei mir auch. Aber, Muchachos, das dazu, ne, abchecken, dann auch Transform Randomizer. Kam besser an als Hot oder Shot, kann man schon fast sagen. Da müssen wir nochmal schauen, wie das weitergeht, denn da hat ja auch so einiges nicht so richtig funktioniert. Ich habe nochmal mit Silber mich kurz geschlossen und der hat mir nochmal ein paar Sachen gesagt, dass manches einfach nicht lösbar ist, ne? Wie zum Beispiel das mit der Zu-Fuß-Transformation, das lässt sich nicht beheben, dann müsste der Mod-Hersteller das irgendwie fixen. Und auf der anderen Seite sind die Verwandlungen leider quantitativ beschränkt. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Aber war nicht das Zu-Fuß-Ding... Wenn alles aufgebraucht ist, glaube ich, ne? War das, glaube ich, dann, ne? Ja, genau. Also es lässt sich dadurch beheben. Aber man kann dabei also, nichts machen. Es sieht so aus, dass man zurzeit nur 24 Tries hat, 24 mal respawnen kann. Und wenn ich das nicht verstanden habe, ja. Danach ist quasi das Respawn aufgebraucht, man wird immer zum Zu-Fuß-Mensch gedingst. Aber auch cooles Format dann, ne? Macht man den Wall vielleicht ein bisschen leichter oder ein Parcours und dann musst du am Ende zu Fuß gehen, so, ne? Hast gelitten, du hast deine Tries gehabt. Eigentlich auch ganz interessant, ne? Wenn das gehen würde, dass man zu Fuß gehen kann. Ja. Am Warride? Ja, könnte man das ausspielen, ne? Ah, finally hab ich's geschafft. Und Digga, richtig, richtig krass viel Action bei uns heute am Start. Rainbow Six, Muchachos. Oh, Rainbow Six. Haben wir jetzt die Road to Diamond, also das ist wir, ne? Natürlich nur der Profi unter uns beiden, das bin ich. Also ich bin jetzt tatsächlich kurz vor Diamond und die letzten Games waren übertrieben spannend.
Richtig geil. Also zieht euch mal rein und fiebert mit, ob ich es schaffe, diese Season in Diamond reinzulachsen. Das erste Mal seit 8 Jahren übrigens. Das erste Mal in 8 Jahren. Lol. Habe ich da was ausgelöst? Ich glaube nicht, oder? Nein! Das erste Mal in 8 Jahren Rainbow Six Geschichte. Eiskalt Diamond. Also, ne, noch nicht, aber könnte möglich sein. Unverdient, muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Komplett verdient. Tutto completti verdienti. Ja, aber dann kommen wir jetzt mal langsam zu diesem Parcours hier. Wir haben hier einen X21 Parcours. Also ja, was ist das hier eigentlich jetzt, Alter? Nicht nur Warride. Warum ist die Spirale hier einfach gebaut? Weil es eben nur ein Parcours ist, ja, und kein Warride. 13% oder es waren 14, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir das gemerkt, irgendwie mit den Zahlen. Das ist Dekos Beuteschema. Ist geil, 13 oder 14, keine Ahnung, aber ich habe es mir gemerkt. Ja. So ungefähr, wisst ihr Bescheid. Ich möchte aber nochmal ein dickes, fettes Danke loswerden. Ja, erstmal an alle Leute, die uns natürlich supporten. Dann Merchandise, wisst ihr Bescheid, ne? Uplay, Creator Code, Loser und natürlich auch Muchacho-Szenen, Triebwerk. Da kommt wahrscheinlich demnächst auch mal wieder was auf euch zu, bestimmt. Das ist ja immer wie jeden Monat, ist ja irgendwie ein bisschen Action-Satisfaction. Das auf jeden Fall im Auge behalten. Haben wir natürlich auch unsere Supporter, die immer am Start sind, ne? Und so der gute Pinky, der zieht's ja eiskalt weiter durch. Muss gleich mal schauen. Eiskalt mit den Donations, jeden Tag, ne? Oder jeden Tag 2,49, muss man gleich schauen, zum Tag dieser Aufnahme. Digga, was mach ich denn hier gerade? Lol. Muss ich zurückfahren, ist das richtig? Lol, ich hätte nach unten fahren müssen, oder? Wo hätte ich fahren müssen? Auf blau oder auf pink? Hä? Was soll ich denn machen? Auf jeden Fall sind wir jetzt schon bei Tag 28, ja, beim Zeitpunkt der Aufnahme. Und glaube ich, nicht einen einzigen Tag hat er ausgelassen. Nee, hat er nicht. Also, kranker Supporter. Also, ist ja nicht nur so, dass er, also, dass er Support ist natürlich schon krass, aber dass er auch wirklich jeden Tag, ja, sei es irgendwie Muttertag, ja, sei es Vatertag, sei es keine Ahnung was für ein Tag, der Junge, er zieht durch, er Digga. Ist er auch durch. Immer echt früh oder, auf den Videos, ne, also die Donation sehe ich immer schon. Schon nicht erst am Tag danach oder sowas, sondern immer schon kurz nach Release des Videos. Also er ist auch immer ein fleißiger, rechtzeitiger Watcher. Watcher. Grüß dich genau an der Stelle. Nein, ich war sogar richtig. Ach, ich muss doch auf blau. Digga, ich bin sogar richtig gefahren und bin einfach rausgefahren, weil ich dachte, ich wäre falsch. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ne? Hä, muss ich auf blau? Ich weiß doch jetzt nicht, wie ich hier fahren muss, Alter. Keine Ahnung, ey, Deko, ich bin richtig gefahren, aber... Ich dachte, ich wäre falsch gefahren. Also deswegen du bist richtig gefahren, aber du bist schlecht. Nee, das ist doch falsch, oder? Hä? Ach doch, nee, ich bin doch falsch gefahren. Bin ich jetzt richtig gefahren oder falsch gefahren? Oder doch richtig falsch gefahren? Ich glaube, du bist richtig falsch gefahren. Dann hatten wir unter anderem auch noch einen Support, den richtig alten Support noch von Lutscherkeule, der ja auch heftig vor einiger Zeit mal im Stream geschlagen hat, ne? Alter, ja, ja. Der hatte, es gibt so ein Filter bei den Kommentatoren, bei den Kommentaren, sorry. Wow! Warte. Also, oh, shit. Also einen Filter brauchen wir auch alle, um dich ertragen zu können in der Kamera. Dankeschön. Bitteschön. Da kann man suchen, Super Thanks suchen und hier gefilterte Wörter. Da hatte Eiskalt eine 50-Euro-Spende reingebrezelt und die wurde aber von YouTube sozusagen nicht angezeigt. Weil er irgendwas da reingeschrieben hat, oder was? Weil er irgendwas bei einem Reognata-Tame in der Arc-Folge da irgendwie reingeschrieben hat, wo irgendwie ein Wort gesperrt war und deswegen wurde das Eiskalt nicht angezeigt. Aber deswegen, Lutscher Keule, vielen Dank nochmal für die 50 Euro. Ja, das ist dann ja auch jetzt ein paar Tage unerwähnt geblieben, ne? Ja, also Lutscher Keule, Küsschen. Wenn er überhaupt noch da ist, er hat es wahrscheinlich schon längst aufgegeben. Diesen Ficker, Alter, ich lege da 50 Euro rein, Alter. Kein Schwanz spricht davon. Nicht mal die Zuschauer irgendwie geben da irgendwie Bescheid, ey. Richtige Chakos, ey. Haben wir, ne? Und dann haben wir allerdings auch jemanden, der uns bei Madison unterstützt hat. Der geschrieben hat, was hat er denn geschrieben? 5 Euro für die Opfer. Ja, ich weiß nicht, ob Opfer, ja, wir damit gemeint sind oder Opfer, Alter. Weil wir uns sozusagen zerstören lassen. Ne? Müssen wir nicht. Von Seppi, ja? Seppi Messerer. Dankeschön. Seppi oder Sippi? Seppi. Und Lukas Niklas hat auch nochmal zugeschlagen mit dem Zehner. Kuss geht raus. Lukas Niklas finde ich einen sehr lustigen Namen. Das könnte echt der Name sein, das ist ein Doppelname sein, ne? Nee, sorry, ist Luso Niklas hieß er. Ach so, Digga, come on, ey. Aber trotzdem, die Vorstellung, dass jemand Lukas Niklas heißt, finde ich irgendwie lustig. Weiß gar nicht warum genau, es sind einfach zwei ziemlich normale Namen, aber irgendwie hört sich lustig an, Lukas Niklas. Lukas Niklas! Lukas Niklas, räum dein Zimmer auf! Ja, das ist das Schöne an Doppelnamen einfach, ne?
Man darf sich dann am Ende für einen aussuchen. Ist doch eigentlich auch ganz cool, oder? Ich habe ja sogar drei Namen und... Stimmt, wahrscheinlich hätte ich auch einfach irgendwann mir einen aussuchen können davon. Ja. Und mit meinem richtigen Namen schon Happy, aber... Ich hätte mich auch Friedrich nennen können. Oder Hartmut, Digga. Laurenz Hartmut, ey. Laurenz Hartmut. Aber kriegen nicht meistens nur... Oh, wo müssen wir? Hier rüber? Hier drauf? Keine Ahnung. Die erstgeborene Doppelnamen? Ja. War das richtig hier drauf? Und dann hier einmal rüber, ne? Ja, okay. Ja. Wenn du zur Kommunion oder so gehst, oder hier, wie heißt das nochmal? Konfirmandenunterricht? Getauft, wenn du getauft wirst, kriegst du da nicht irgendwie so einen Doppelnamen oder so einen Scheiß? Heißt du da nicht irgendwie Michael, der Erzengel? Nee, ich glaube nicht. Nee, okay. Das war auch einfach nur wild reingeguessed, keine Ahnung. Boah, Alter. First try. Ich glaube. Der Tryhard ist aber auch ganz schön hier, ne? Ich glaube, meine Mehrfachnamen haben nichts damit zu tun, dass ich getauft wurde. Ach, du wurdest aber getauft? Ich wurde getauft, ja. Okay. Ich habe ja auch, wurde auch konfirmiert. Du hast das Para mitgenommen, sozusagen. Ich habe tatsächlich, ne? Mir ging es um den Roller. Ich wollte einen Rollerführerschein, einen Roller haben. Und habe deswegen die Konfirmation mitgemacht. Und bin 2017 aus der Kirche ausgetreten. Digga, ich kann mich auch noch genau daran erinnern. Alle meine Friends hatten irgendwie so Konfirmanden oder Kommunion? Entweder bist du katholisch oder evangelisch. Kommunion, ne? Ist, glaube ich, genau katholisch, ja. Okay. Auf jeden Fall hatten die eins von beiden, keine Ahnung mehr was. Und die haben das alles. Die haben das alles natürlich gemacht, um ordentlich Para abzugreifen, ne? Und ich dachte so, boah, ich bin ja auch eine arme Kirchenmaus, Digga, ich will das auch machen. Ich hab meine Mutter angefragt, ich will das auch machen, ich will auch Fettpara kriegen. Dann meinte sie, okay, aber du kriegst kein Geld. Du kannst es gerne machen, aber dann kriegst du am Ende kein Geld. So, ja gut, ja. Dann nicht. Ja, wow. Ja, gut. Dann, nee. Dann, nö. Ein auf den, dann macht man das, Digga. Aber es ist auch so ein bisschen den Kindern beibringen, Dinge zu machen, auf die sie keinen Bock haben, weil sie am Ende dafür Geld kriegen, ne? Schon so ein bisschen so eine Vorbereitung, ja, aufs Arbeitsleben eigentlich. Das stimmt schon leider. Deswegen, also, wenn die Kinder das ernst meinen, ja, oh, Digga. Oh, schade, ey. Wenn einfach zu gut, Bro. Und man denen dann sagt, du kriegst dann kein Geld. Bin ich mal gespannt, wie viele das noch machen würden. Muchachos, würdet ihr das dann noch machen? Nehmen wir einige Gläubige auf, ne? Wahrscheinlich würden die einen oder anderen Eltern dann trotzdem das Kind dazu zwingen, aber es wäre auf jeden Fall einiges schwieriger. Ja. Weil so mit dem Geld gehen sie immer noch freiwillig hin. Also einigermaßen freiwillig halt. Ja, das Schlimmste ist wirklich, dass du so häufig morgens aufstehen musst, weil du musst ja so ein, du musst in Gottesdienst. Oh, lol. Und du musst in den Gottesdienst, du musst dich eintragen in so eine Liste. Und du musst und so häufig da gewesen sein. Also bei den Leuten, mit denen ich da abgechillt habe, die haben das immer nachmittags gehabt. Ja, okay, wenn du irgendwo wohnst, wo es Nachmittagsgottesdienst gibt, geht es vielleicht auch. Bei mir auf dem Dorf gab es nur sonntags um 10 Uhr Gottesdienst. Ach krass, okay. Dann musste ich sonntags um 10 Uhr in der Kirche sitzen. Und seitdem, ich schwöre euch, Muchachos, es ist ein in meine Genetik übergegangener Reflex. Sobald ich eine Kirche betrete, fange ich an zu gehen. Also selbst wenn es an Weihnachten, an Heiligabend irgendwie um 17 Uhr ist oder irgendwie sowas. Ich betrete die Kirche, ich setze den ersten Fuß in die Kirche und ich fange an zu gehen, als wäre ich von so einem Teufel besessen, ey. Vielleicht bist du das ja auch, ne? Man weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, ja. Ja, ich bin gerade richtig rausgejietet, ey. Du Antichrist, Digga. Nein! Oder? Yeah, baby. Oh mein Gott, wir haben ja sogar Waffen. Was? Oh! Scheiße. Hallo, je suis... Hier, warte, ich muss irgendwie ablebsen gleich. Je suis un baguette. Ein bisschen... Je suis un baguette, ja. Hey! Alter! Hallo? Ich sehe nix. Je suis un bon nick. Das er steht. Oh, fick dich. Und Germinich. Es gab das Lied Es gab das Lied zweimal. Einmal von diesen Dragostea Dintei und einmal von so einer Frau. Ja, genau. Das von der Frau war richtig scheiße. Ja, von den drei, von Ozone war besser, ne? Achso, stimmt, Dragostea Dintei ist das Lied. Ozone ist ein Lied, ja. Aber die Dame, aber das ist zeitgleich auch, Muchachos, ihr müsst euch das so vorstellen, ich hab das ja? Auch also, nicht verstanden, also nochmal, damit ihr wisst, worüber wir gerade reden, ja? Weil wir auch, wobei wir es haben, gab, wir haben viele 90er, damals, also jetzt alle, wir, ja, genau. Warte, erzähl. Warte, wir waren da 14 oder irgendwie sowas. Das war ungefähr das Alter, 14, 15, irgendwie so. Und da kam dieser Song raus, Dragostea Dintei.
Und er war, ich glaube, es war ein Rekord damals, 60 Wochen in den Charts auf Platz 1 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Es war unfassbar lange, quasi irgendwie ein Dreivierteljahr lang war dieser Song einfach persistent überall am Spielen. Ja, du musst dann aber auch und kurz sehen. Ja, 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 achso. Brecht, Brecht, Noah, 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 Namiteste, oh, Gitee. Das ist irgendwie kroatisch oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Oben ist falsch. Ja, da war ich auch schon, hätte ich auch sagen können. Dankeschön. Ich glaube, einer drunter ist richtig. Jedenfalls gab es den Song zeitgleich. Einmal von Ozone, das war so eine Dreier-Boyband. Und einmal von einer Frau, deren Namen ich nicht mehr weiß. Ich fand den richtig scheiße von der Frau. Aber es war trotzdem gleich. Es war trotzdem gleich. Es war der komplett identische Text. Wobei, vielleicht war beim Text so ein bisschen minimale Teilabwandlung drin, aber ich glaube nicht. Oh, shit. War nicht auch die Musik ein bisschen anders? Nein, nein, ich glaube, es war komplett gleich. Einmal von einer Frau gesungen, einmal von einem Mann gesungen. Oder von Männern. Menage à trois. Es war auf jeden Fall, es war ein geiler Song. Ich habe ihn damals mit einem Kumpel zusammen auswendig gelernt. Auswendig gelernt. Ja, wirklich. Als wenn du die Sprache wie richtig gekonnt hast. Naja, halt so Hörensagen, ne? Ja. Also besser auswendig der dazu auf jeden Fall. Hey, ich hab den gerade. Textausdenker, ey. Digga, ich hab den gerade 1:1 geil wiedergegeben. Dieser Chaco, ey. Bisschen bullnig. Das verstehen. Und Cherbi nicht. Ja, genau. Mhm. Ja, wie geht's denn weiter? Oder wie würdest du das dann sagen? Oder singen? Bisschen bullnig. Ja? Ja, das das Verstehen und Chervonik. Natürlich, Alter. Ja, es heißt Cherminik, Chervonik. Und es heißt auf jeden Fall nicht das Verstehen, weil es ja. Aber es hört sich ähnlich an, auf jeden Fall. Ich bin weg. Oh, Alter. Digga, küss meinen Arsch dafür, dass ich weggefahren bin, ey. Ja, viel zu haarig, ey. Jetzt ramme ich dich hier weg irgendwo. Hier unten? Ja, hier unten kann ich wegrammen. Da hat er ein bisschen Kacke in der Hose. Dieser Eichel-Kasper, ey. Dieser Lachsnacken. Aber ich glaube, das war bei irgendeinem Lied. Und es war halt damals. Ich glaube, auch in unserer Zeit. Das war, glaube ich, ein spanisches Lied. Irgendein spanisches Lied war, glaube ich, vor gar nicht so langer Zeit auch mal zweimal. Ja, auf jeden Fall. Hier, dieses, Warte. Oh. Nossa, así você me mata, I set you pego, I set you. You pelo. Was? Es ist einfach die Hymne der Nudes, ey. Die Hymne der Dickpics. I sent you pelo, I sent you pelo. Aber zweimal? Ich glaube, es gab es auch zweimal. Ist das nicht hier von diesem komischen, Das war einmal auf Englisch und einmal auf Spanisch, deswegen gab es das zweimal. Genau so war das. Ja, wie heißt der nochmal, dieser italienische oder spanische, keine Ahnung, wie heißt der denn? Oder portugiesische, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Das war nicht Enrique Iglesias, falls du das denkst. Ja, dachte ich. Nein, laber mich nicht voll, Alter. Ja, wer sonst, Junge? Ich weiß nicht, was wir machen müssen. The next point hier in den Speedfarm wahrscheinlich, oder? Hab ich auch gerade gedacht. Ja, ich war da gerade schon. Ja, oh, hat er auch gerade gedacht. Hat er auch gerade gedacht, der gute Marvin, okay. Oh, ich hab's jetzt aber. Easy first try. Aber man muss ja sagen, Musik ist ja jetzt, seitdem Spotify das Game geklatscht hat und niemand mehr Alben und CDs kauft, ne? Hey, Muchachos, ich hab in meinem ganzen Leben, ich habe mir einmal im Berlin-Urlaub, habe ich mir in so einem Plattenladen tatsächlich so ein paar Hip-Hop-Platten geholt, so ein bisschen Sam Deluxe und sowas. Davor habe ich mir niemals irgendwelche Platten gekauft. Also keine von einzelnen Künstlern. Immer nur so Smash oder sowas. Smash! Also ich habe wirklich. Ich habe eigentlich nie Geld ausgegeben für Musik. War immer illegal runtergeladen. Ja, normal. Kennt man. LimeWire, Shazam, Emule. Was war ich gerade noch jetzt? Achso, Muchachos, gönnt euch YouTube Premium. Schwöre. Nein, man hätte also schnell fahren müssen. Von allen Musikstreaming-Anbietern, die ich so hatte, so Spotify hatte ich, Tidal hatte ich, Amazon Music, Apple Music, Spotify ist, YouTube Premium ist einfach der Gott, Alter. Das ist so geil, ey. Weil es einfach alles gibt.
auf YouTube das alles. Ihr könnt es runterladen, ihr könnt YouTube minimieren und könnt euch irgendwelche Dokumentationen reinziehen, so. Das ist einfach geil, ey. Ja, ich überlege auch, jetzt seitdem du gesagt hast, irgendwie... Es kostet genauso viel wie Spotify. Eigentlich ist das auch so geil wie Spotify, einfach Spotify kündigen und YouTube Premium holen, ne? Ich habe Spotify gekündigt und bin dann zu Tidal gewechselt. Und dann, bin ich auf YouTube Premium nochmal so etwas genauer aufmerksam geworden und dachte mir so, Digga, einfach jetzt kündigen und YouTube Premium. Und ich habe da alle Musik, außerdem habe ich auch die ganzen Mixes, ne? Ich höre ganz viel so 1-Stunden-Mixes, ob es jetzt irgendwie aus genau Haus das ist oder irgendwie das sowas. Genau das fehlt mir einfach, diese... Und es ist so geil, du hast keine einzelnen Songs mehr, sondern es ist wirklich einfach eine Stunde richtig geil mit Übergängen und sowas, Mixes, die du runterladen kannst, aber auch einfach streamen kannst, YouTube minimieren kannst dabei. Wie halt bei Spotify oder irgendwie sowas, ne? Und außerdem hast du auch alle Podcasts und alles. Das ist ja auch alles auf YouTube. Stimmt, ja. YouTube Premium. Und außerdem bekommt ihr mit YouTube Premium keine Werbung mehr auf YouTube. Keine Werbung auf YouTube. Hallo, das ist schlecht für uns. Wobei, wir bekommen irgendwie so einen YouTube Premium Anteil oder sowas. Ja, ja. Keine Ahnung, wie das ist. So, Muchachos, wir drehen es nochmal am Rad. Auch nochmal ganz wichtig, haben wir schon länger nicht mehr gemacht, vielleicht gewinnen wir da ja nochmal den einen oder anderen Jürgen, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, nutze YouTube Premium, ich höre immer nur von sehr, sehr vielen, dass es wohl ziemlich geil ist und eine super Alternative zu anderen Anbietern sein sollte. Und ja, uns auch irgendwie damit, ne? Ich kenne auch super wenig Leute, die das nutzen, muss ich sagen. Ich habe das mal von ein oder zwei auch von Zuschauern gehört, aber so wirklich Leute, die ich kenne, hat das niemand genutzt. Was ich auch, also am Ende ist es eigentlich mega merkwürdig, weil irgendwie gefühlt hat, jeder Mensch hat Spotify. Und YouTube ist eigentlich ja vom Content her viel größer. Okay, dann drehen wir mal am Rad, Muchachos, gucken mal. Klamotten würde ich auch nehmen. Klamotten oder Auto? 3, 2, 1. Letztes Mal war ich ganz knapp am Auto vorbei. Komm schon, das ist mein. Oh, sexy, Digga. Sieht aus wie mein Carbonizare, ey. Oh. Nein, nein, nein. 25.000 Jetons, ein Feld vor den Klamotten. Dankeschön. Aber ist doch nicht komplett scheiße, oder? Besser doch. Als RP, ne? Nee. Findest du RP besser? Nimmt sich nicht viel. Jetons oder RP. Jetons kann man irgendwie umtauschen, aber da musst du irgendwie 3 Trilliarden Mal diesen komischen Lachs hier um durch. Kleidung! Was haben wir denn? Wir haben, Western-Logo-T-Shirt. Oh! Ich kann alle meine Jetons auf einmal umtauschen. Bekomme 773.000 Dollar. Alter, da hast du aber ordentlich gesammelt, Digga. Ja. Jetzt habe ich 0 Jetons. So, Charge, ich zeige euch natürlich noch das T-Shirt, was ich höchstwahrscheinlich nicht finden werde, weil es keine Sortierungsfunktion in GTA gibt. Yeah. Was hast du bekommen für eins? Ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß. Western-Logo-T-Shirt. Ja, habe ich jetzt. Ist Western Motorcycle Company. Jetzt sehe ich aus wie von den Hells Angels, Digga. Da muss ich ja richtig Angst haben. Nimmt das nicht persönlich, liebe Freunde aus Hannover. Also, Muchachos, Daumen nach oben ballern. Ja, heute mal wieder Spaß an der Freude gehabt. Ihr unterstützt uns gerne auch noch weiterhin mit Merchandise, Uplay Creator Code und Triebwerk Muchacho 10 für 10%. Also alles gerne mal abchecken. Dankeschön, dass ihr uns so supportet. Herzlich geht raus, bis dann reingehauen. Bye, bye, Muchachos!